Hallo Leute! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana 2! Ich bin's, euer Ego mit meinem Kameraden! Ist eigentlich egal, wie weiter. Hallo! Hallo! Hast du Let's Plays? Zwei Leben da. Ach ja, ich bin Blacky, falls ihr es nicht wusstet. Das ist meiner. Ja, das ist. Ich sag, du bist nicht wichtig, okay? Könntest du bitte dabei bleiben? Meine Fresse, Mann. Wir haben das besprochen, Blacky. So, sehr schön. Zwei Lebensstatuen gleich. Ja, das ist süchtig, falls die eine verbraucht wird. Oh, da oben ist noch. Was? Haben sie 50 Trilliarden, Millionen, Billiarden? Oh. Das ist eine besondere. Diese Statue. Ich habe den Text. Klassenwechsel durchführen, etc. Die strahlt die gleiche Energie aus wie die Mana-Steine. Du kannst den Klassenwechsel durchführen. Das wären Gegenstände, Siegel zu brechen. Überspringen, okay. Ego, Textfeld, versuchen. Ja, mach mal. Ich hab hier den nötigen Gegenstand, um das Siegel zu brechen. Wir sagten. Aber bei dem muss man auch das Siegel brechen, was zum Geier? Okay. What the fuck? So. Also. So schnell wird es jetzt zu Ende sein, glaube ich. Nee, ich glaube... Wäre aber auch ein bisschen schade. Ich schätze mal, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte oder so. Ja. Ja, mit dem ganzen Story, die am Anfang war, denke ich mal zeitlich her, werden wir schon mehr als die Hälfte haben. Ich schätze mal, wir haben jetzt noch genauso eine große Map vor uns ungefähr. Alter, bang! Kann es sein, dass du schneller angreifst als ich? Und schneller. Ja, ich hau mal so dreimal hintereinander zu. Ich glaube, du sammelst schneller Stacks als ich, kann das sein? Nee, aber wenn zwei gleichzeitig da sind, haust du auf beide drauf, kriegst du doppelt Stacks. Ja, das weiß ich. Aber wenn du schneller angreifst, sammelst du noch schneller Stacks. Ja, ich sammle drei Stacks auf einmal. Na, was? Ja, ich hau dreimal schnell hintereinander zu und dann halt drei Stacks. Ich bin der Ego, ich hab das nötig. Unbalanced hier, better nerf Irelia. Der Blacky, ne? Ich bin das voll zum Kotzen, weißt du? Der bringt dir wie ein Let's Play-Ding, der irgendwelche League of Legends-Sprüche an. Ich bin hier Irelia, ich kann die ganze Zeit spinnen ohne Unterbrechung. Ich bin hier, ja, Wiff ist Irelia, schau. Tschack, tschack. Ach, jetzt geht's nicht mehr, weil ich meine Auflage verloren habe. Hab ich hier beide umgeschmiert? Ich meine. Umgeschmiert, Wusste ich natürlich. Ja, sehr schön, genau, vergaß uns wieder. Mit deinen Nazi-Methoden. Vergaß, Bösewicht. Dark Wind Duck! Oh ja. 2, 1, Risiko! Bam, bam! Ja, das ist auch toll, wenn man 50.000 Karten hat, die alle gleich aussehen. Und dann irgendwie nichts weitergeht, ne? Oh Gott, nein, ist das hier echt eine Sackgasse? Tschüss. Das da oben sieht doch. Nein! Ich mag aber. Ist mir egal, was du willst. Das ist so ein Spiel, wo Erkunden nicht belohnt wird. Ich mag sowas nicht. Erkunden soll belohnt werden. Ich spiele zurzeit Witcher 3. Da wird Erkunden richtig belohnt. Richtig. So ja. Episch, Mann. Hast du auch Schatzes eigentlich schon mal angezockt? Nee. So episch. Echt geil. Ja, habe ich gar nicht die Möglichkeit zu. Ja, wieso? Weil der PC so scheiße ist, oder was? Ja, wahrscheinlich. Tja. Scheiß Player, scheiß PC. Der Player ist ne übelst gelastig, aber der Technik. Das macht mein PC auch nicht besser. Guck mal, eine Holzbrücke, man kann drüber gehen. Ich hab's herausgefunden. Gut gemacht, Blacky, war voll scheiße, weil du kannst doch nicht weiter. Oh, ich hab's doch gemacht. Das Mana-Schwert. Das ist die Metal-Fee, genau. Das ist, du musst drücken. Oh, ja. Wir gehen jetzt auch wieder, ne? Wir wollen den Mana-Schwert nicht stören. Gib mir das! Gib mir das! Oh. Verdammt! Anscheinend kann ich es nicht bewegen. Lucy, versuch du es mal. Also ich. Puff. Nicht gut. Lucy, versuch du. Nein, ich mag heute nicht. Meine Klamotten passen nicht zu dem Griff des Schwerts. Also, das passt auch farblich mal null. Warte, langsam versuch es nochmal. Schau, wie sie guckt. Was zum Teufel? Wieso darfst du das haben? Du könntest ich bin der König von England! Ich bin der Ritter der Tafelrunde! Ich bin Lucy!
Was ist das jetzt hier? This is a stone. And he's rolling. Yeah! It's a rolling stone. Guck mal, die schäumen voll. Das sieht ein bisschen aus, als wäre nicht voll mit Kohlensäure. Nein, die schäumen doch nicht. Die fallen runter. Und das sind so Zischlinien. ja, keine Ahnung. On the highway to hell. Ja. Mhm. Ja, das ist sehr aufregend. Krass, also wow. Immer im Mittelpunkt des Bildes. Ich bin wichtig. Ich bin ein Mana-Stein. Oh, noch ein Mana-Stein. Der Stein hat mich ja sehr verwundert, dass der einfach so unbewacht war. So, ja, hier ist irgendwie nichts. So voll in der Festung mit Türen und denkst du so, wie, das war's jetzt? Ja, wir haben den jetzt einfach mal hier eingesperrt. Wir haben den mitgenommen, von A nach B verschleppt und dann hier eingesperrt. Und genau. Was? Warum? Wie senkt das Schwert so schief? Das gefällt mir nicht. Bei der Macht von Grayskull! Hey, yeah, 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 yeah! Hey, yeah, yeah! Ist das nicht der Papa von Blacky, das Schwert? I say hey! What's going on? Tada! Oh, das now ist ein gutes Schwert, du hast schon geschmiedet. Oh, now I make damage. Das Mana-Schwert! Geschafft! Ich hab einen Text nicht so schnell lesen können! Fee, wo bist du? Was soll ich mit dem Schwert machen? Die Fee ist tot. Wie alle Mana wissen. Oh. Fee hat Level Up gehabt. Genau, sie hat sich auch verändert. Krass Wechsel. Ausrufezeichen. Ich bin ein Abbild der Mana-Göttin. Lucy, Held des Schwertes. Haldin, du Sexistin. Alter. Höre mich an. Die Fee wurde von einer bösen Präsenz entführt. Bitte rette sie. Achso, ja. Ein Moment, wenn du die Göttin bist, wirst du doch unsere Wünsche erfüllen, oder? Du hast drei Wünsche. Bück dich, Fee, Wunsch ist Wunsch. Die Kraft des Mana stirbt. Der Baum wird bald verwelken und ich werde nicht mehr existieren. Ich kann nichts für euch tun, aber ich gebe euch dieses letzte Geschenk. Obwohl ich nichts für euch tun kann, kann ich doch was für euch tun. Doch. Fratzentruhe. Gut. Fratzentruhe, nein! Meine Helden. Lucy, Ego Bläh! Mip, lasst euch von Mana führen. Warte mal! Und es ist drin. Luft die Trommel. Wow. Was ein Geschenk. Das ist sehr einfallsreich. Zufällig. Ja, the fail. Das ist ein scheiß Geschenk, ich bin zu groß. Fail of the Year. Ich bin im falschen Menü. Ja. Darf ich eben nochmal erwähnen, dass die Fee einfach so entführt wurde? Einfach so? Ja, einfach so von unseren Augen so weg. Ja, warum müssen wir die jetzt retten, wenn Mana eh stirbt? Jetzt mal unschmal, wir haben neu keine Chance. Was will ich jetzt mit der Fee, wenn die ohne Mana eh nicht leben kann? Dann rette ich die und bin direkt am Ende eh. So, dann nehmen wir erstmal Schokolade mit. Dann... Lebenswasser? Wo ist denn das? Da. 52! Okay! Ich habe im Shop damals überhaupt nicht übertrieben. Überhaupt nicht. Minimal. So, dann nehme ich jetzt die Luft, die Trommel. Tadada! Jetzt gibt es auch eine fette Musik. Episch. So, und dann würde ich sagen... Können wir sie nicht benutzen. Das Modell davon, das kommt mir aber auch sehr bekannt vor. Ja, das haben sie aus dem Einser geklaut. Ne! Die Motherfucker da. So! Ich hier noch keinen Schmarrn. Doch, doch. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind die Fee endlich los. Es hat lang gedauert. Aber die Nervkuh ist endlich weg und die ganzen Gegner sind auch weg. Ach ja, ich bin der da oben. Ich dachte, das bist du. Nö, ja, hast du richtig gemacht, war gut. Wo müssen wir eigentlich hin? Nee, ich komm von oben. Ah, die Klappe, wir gehen jetzt links. Ja, oder wir gehen links. Oder wir gehen richtig. Lass mich in Ruhe. Warte mal, wo geht's denn eigentlich links oben hin? Da sind wir hänge. Wir sind einmal im Kreis gelaufen, okay. Echt? Ja. Da waren wir? Ja. Echt? Ja.
Und hallo. Echt? Willst du mich rauslaufen? Ja. Okay, das könnte sein. Okay. Wollen wir nicht speichern oder so? Nein. Speichern. YOLO, weißt du? Naja, ist schon so ein bisschen YOLO. Was das Beste ist, wenn man eigentlich. Oh. Was für was? Todesnarr? Hast du die Fee entführt? Um Himmels Willen! Nein, ich hätte sie nicht. Hätte ich sie entführt, würde ich nicht so rumsparen. Würde ich nicht rumkaspern. Ich habe auch aufgelauert und wollte den Überraschungsmoment vorbereiten. Was redest du da? Im Grunde genommen fungiere ich nur als Botschafter. Der maskierte Magier und Meister wurde exekutiert und der Palast der Illusionen zerstört. Die Übeltäter dieses brutalen Verbrechens warten auf euch. Sie drohen mir mit dem Tode, wenn ich nicht hier bleibe und euch das ausrichte. Nun, wahrscheinlich werden sie mich trotzdem umbringen. Hahaha! Deshalb nutze ich die Gunst der Stunde und verschwinde. Tada! Ja, gut, Ja, der Plot-Twist. Der wurde einfach mal hingerichtet, der Typ, okay. Das ist der mit meiner Lieblingssynchronstimme weg. Oh. Wie, hast du die Fee entführt? Das warst du auch, du. Es ist vorbei, jetzt wird mein dunkler Prinz nie wieder zurückkehren. Da weißt du, der dunkle Prinz plante das Tor zum heiligen Mann zu öffnen. Er opferte sich selbst, um den Mana-Stein der Dunkelheit aus der Unterwelt zu beschwören. Wir planen, ihn mit dem Mana-Schwert wieder zum Leben und beide Welten zu verschmelzen. Doch ein unerwarteter Feind erschien und vernichtete den leblosen Körper des Prinzen. Der liegt da am Boden. Intakt. Aber egal. Er sperrte seine Seele in die ewige Dunkelheit. Nicht einmal das Schwert könnte ihn jetzt noch helfen. Jagan dachte, wir könnten zumindest das Schwert finden und die beiden Welten verschmelzen. Aber eine Welt ohne meinen dunklen Prinzen kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich werde nicht zulassen, dass sein Tod durch so eine Schande befleckt wird. Deshalb habe ich ihn mit Jager mit meinen eigenen Händen getötet. Und auch ich werde meinen dunklen Prinzen nur folgen. Ich habe Rolantes Prinzen zugebracht. Er sollte uns als neuer Körper für den dunklen Prinzen nehmen. Elliot ist unverletzt! Ja, es würde keinen Unterschied mehr machen. Auf Wiedersehen. Der dunkle Prinz war mein Ein und Alles. Also, ich halte fest, der Körper von ihm wurde voll zerstört. Hat das Rache! Bicki! Ich habe keine Ahnung, wie mein Name ausspricht. Aber es ist doch nicht vorbei. Wir müssen den Feind zur Strecke bringen, von dem Bicki sprach. Andernfalls werden weitere Menschen getötet. So wie Vater. Unser Feind ist fort. Und wenn Bicki die Wahrheit sagt, ist doch Elliot sicher zurück. Aber ich kann jetzt doch nicht aufhören. Nicht! Bevor wieder Frieden in der Welt herrscht. Ich begleite euch. Beeilen wir uns. Warte, ganz kurz. Ihr labert jetzt rum, dass der Typ tot war. Der Körper wurde zerstört und wurde hier lach. Dann wurde die Seele verbannt. Und dann ist sie auch einfach verschwunden. Jetzt muss halt cool klingen, weißt du? Ja, das war gut. Die hätte jetzt von der Brücke ins Wasser gestürzt und wäre dann irgendwie ertrunken. Das muss cool klingen, verstehst du? Ja, das war schon fast cool. So, Respekt. So, kommt jetzt noch was von Lucy? Ja. Ja. Koren, stopp! Lass die Fee frei! Das war. Oh, Lucy, du kannst doch immer nur jammern. Das wäre mir so eine Schwuchtelstimme, glaube ich. Achso. Oh, Lucy, du kannst doch immer nur jammern. Habe ich dir das jemals gesagt? Nun, wenn du die Fee zurück willst, dann triff uns in Altena und bring das Mana-Schwert mit. Ich hab's schon hier. Also, du kannst es gleich mitnehmen. Warte doch mal! Ach, Koren, du Vollidiot. Ich wollte sie doch geben. Oh, Koren, warum? Weil ich echt böse bin. Ah, sie benutzen uns, um das Mana-Schwert herauszuziehen. Es ist offensichtlich eine Falle. Was sollen wir machen? Auch wenn es eine Falle ist, ich kann das Mutter nicht verzeihen. Wir müssen gehen. Ich kann nun Magie benutzen und ich habe das Schwert. Den werde ich zeigen. Gehen wir! Altena wartet! Die Musik ist gar nicht mal so schlecht. Schwupp! Ich habe auch so eine Trommel zu Hause.
Oh, so eine kleine. Also, hey. Ich wollte doch einen anderen Knopf drücken. Ich wollte nur schauen, wie das funktioniert. Heiliges Mana-Land. Falscher Knopf, verdammte Kacke. Also der war gerade noch kleiner, ich möchte es mal erwähnt haben. Jetzt haben wir dieselbe Ansicht wie sonst auch. Also wie ein Secret of Mana 1. Mhm. Mhm. Ich würde nur gerade eine Karte oder so suchen, weil hier hat man gar nichts. Das finde ich. Steig mal höher. Ah. Ach so, ich musste rausfliegen irgendwie. Okay. Aber wir sind auf der Map wie vorher, oder? Oder ist das eine neue? Ja, wir sind nicht mehr im Heiligen Mannerland. Okay. Schwupp, und dann landen wir einfach mal hier. Mit dem dicken Drachen. Das Tor öffnet sich. Gab es irgendwo einen Speicherpunkt? Das ist eine gute Frage. Ah, da ist ein Badge. Da gehen wir gleich mal rein. Seit diesen Zeiten kann ich den Laden nicht schließen. Alle werden enttäuscht. Ich werde ganz normal weitermachen. Ja, aber ich lasse euch... nach oben. Ja, was? Da links ist eine... Ach ja, jetzt. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Ich glaube, oben ist das Bett. Da ist nämlich so ein Bettsymbol. Ja, wir haben noch einen Samen, den können wir jetzt einpflanzen. Echt? Wir haben einen Samen? Oh Gott, ja. Du darfst ihn einsamen. Fallnussalben. Weil irgendwie ist das mit den Samen auch so lala, ne? Ja, eigentlich ist das halt für einen Arsch. Wenn wir das Kind beim Namen nennen wollen, das ist einfach für einen Arsch. Die können uns einfach direkt das Item geben, aber schaut, hier hast du einen Samen, den musst du erst einpflanzen. Das heißt, hier gibt es Item mit Verzögerung. Und auch noch schlechte Items. Also ich weiß, in Sword of Mana, also für den Gameboy, da ist das auch so mit Samen. Da kannst du dann was später kombinieren und irgendwelche coolen Sachen daraus kriegen. Also cool. Ja, relativ cool. Also du kannst, wie gesagt, dann, ich glaube, mehrere Samen kombinieren und kannst dann auch, weiß ich nicht... einzigartige Gegenstände kreieren. Ja, ich hab's echt nicht so genau gecheckt damals. Aber ich habe auch keine Mühe gegeben. Ja, sehr motivierend. Gibt's hier vielleicht einen Shop oder so? Du glaubst ernsthaft, dass da gute Waffen drin sind, oder wie? Du glaubst ernsthaft, dass wir das Geld dazu haben, jetzt mal ernsthaft. Die haben 13.000 oder so. 13.000, 14.000 sowas. Ja, und die letzten Items haben allein 13.000 gekostet. Nein. Also 3.000 hat das teuerste gekostet, nur die Waffe war so teuer, die andere war noch etwas günstiger. So, dann gucken wir mal. Willkommen. Oh, okay. Ja. Wir müssen für Geld farmen. Lass es mir die Waffen kaufen, das ist das Wichtigste. Alter, 4.500 nur für mich. Nee, den da brauche ich mir. Und da wird's mir Geld gerade für den Mithril-Speer. Mithril, sorry. Verkauf mal einfach was. Achso, guck mal, deine Waffen können wir noch kaufen. Die da, ne? Ja, das ist dann Alter. Ja genau, das war der teure, passt schon, ich habe nur gerade überlegt. Ah, ich hätte ihn auch vielleicht noch kaufen sollen. Beste Idee. Okay, wir brauchen Kohle. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part und farmen wahrscheinlich Kohle. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir jetzt zum Kohlefarmen kommen könnten.
Ich wüsste spontan auch nicht, wo wir so großartig Geld fahren. Ich weiß nicht, zwischen hier und dem Königreich? Oder kann man hier noch... Gab es noch einen Weg? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Lass erstmal verticken und gucken, wie teuer das ganze Zeug ist. Also. Dann vertick mal. Ja, ich habe eh nicht viel. Ich habe jetzt nur die alte Waffe, aber du hast ja wieder alte Sachen. Hast du keine Rüstung mehr? Nee, du hast gar nichts mehr. Wie teuer ist die neue Rüstung? Also was gibt's überhaupt eine neue Rüstung? Okay, Mutenthorn, Abwehrrauch, Schutzring. Ja, das kostet alles viel Geld. Wir brauchen jedes Item. Alter, das sind allein für mich schon 3500. Das sind einfach mal so 10.000 oder so, mindestens. Ja. Ja, verkauf du erstmal deinen Spann, du hast abgenommen. Du hast alle Waffen schon angelegt, oder? Ja. Genau, ich hab gerade Brain AFK. Upsala. Ja, okay, teuer ist dein Zeug jetzt aber auch nicht. Du hast nur eine Sache für 500, die kannst du verkaufen, aber das ist dann so lala. Das war's dann. So, aber jetzt können wir uns eins verkaufen. Aber Moment, erstmal müssen wir hier. Ding hier. Wir haben noch was zu verkaufen. Stimmt. So. Ja, das reicht immer noch nicht. Nee. Egal. Und dann kaufen wir alles auf einmal. Das sind die Magier-Bitches. Bitches. Ja, geht wahrscheinlich direkt zum Königreich. Oder ist das zwischen Platz gewesen, weißt du das? Ah, ne, ist das Königreich, glaube ich. Ja. Schauen wir mal schnell rein. Nein, schauen wir nicht rein. Was hier oben ist, meine Freunde, schauen wir uns im nächsten Part an, würde ich sagen. Jetzt beginnt, glaube ich, hier nochmal schnell speichern vorher. Nicht, dass wir jetzt kläglich versagen und vorher wirklich noch farmen müssen. Jetzt beginnt das Spiel, wie es aussieht, richtig interessant zu werden und mal der Hauptplot etwas zu starten. Weil bisher war das mehr so gegen abklappern und jetzt haben wir ja eigentlich mehr so mehr Story, sage ich jetzt mal. Oh, du bist nicht da kostenlos, Alter. Dies wäre teuer geworden. Jetzt sowieso nicht übernachten wollen. Genau, meine Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part, wenn wir dann unsere Erzfeind quasi unserer eigenen Mutter gegenüberstellen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky. Und Ego, ciao, ciao.